Jetzt sind wir schon beim nächsten Tagesordnungspunkt. Ich mache es ganz schnell. Es geht um einen Antrag der AfD und es geht darum, die Entwicklungshilfe bzw. die Wirtschaftsförderung von sogenannten Schwellenländern zu stoppen. Alles Weitere jetzt von Markus Frohnmeier. Er ist Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Den Status als Entwicklungsland zu entziehen. Nur in Deutschland wird Entwicklungspolitik noch immer nach dem Herz-Jesus-Prinzip gemacht. Weltmächte wie China sichern sich hingegen systematisch Handelsräume, politische Einflusszonen, Ressourcen und Schlüsseltechnologien. Chinas beispiellose neue Seitenstraßeninitiative umfasst eine Vielzahl von Entwicklungs- und Infrastrukturprojekten in der ganzen Welt mit einem Gesamtvolumen von 1.000 Milliarden US-Dollar. Dennoch erhält dieser Wirtschaftsgigant bis 2020 deutsches Entwicklungsgeld und wird auf der DAC-Liste der OECD doch tatsächlich als Entwicklungsland geführt. Ein Zielland chinesischer Investitionen ist dabei auch der G20-Staat Indonesien. Dort werden Kohlekraftwerke und Stahlhütten mit chinesischem Geld aus dem Boden gestampft. Deutschland leistet auch Entwicklungshilfe in Indonesien. Dort fließt unser Steuergeld in erneuerbare Energien und Klimaschutz, ganz zur Erheiterung der chinesischen, indonesischen Kohlekraftwerkarchitekten. Anlässlich der Reduzierung der Entwicklungsleistungen an Indonesien durch Australien im Jahr 2015 verkündete ein Sprecher des indonesischen Außenministeriums die selbstbewusste Parole: Indonesien ist kein Entwicklungsland mehr. Indonesien benötigt keine Entwicklungshilfe. Diese Nachricht hat Berlin offensichtlich noch immer nicht erreicht. Sie bezahlen noch immer. Gleichzeitig erhält Indonesien auf Basis der APS-Verordnung, dem Zollpräferenzsystem der Europäischen Union für Entwicklungsländer, obendrauf noch einen bevorzugten Zugang zum europäischen Binnenmarkt. Und nicht nur Indonesien wird noch immer als Entwicklungsland behandelt. Auch die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt, Indien, genießt Zollbegünstigungen. Erst kürzlich hat US-Präsident Trump seine Regierung angewiesen, Indien die von den USA bisher eingeräumten Handelsvorteile zu streichen. Diesem Beispiel müssen wir folgen. Schließlich ist Deutschland der drittgrößte Warenimporteur. 40% der Steuern im Bund werden vom Zoll eingenommen. Es ist der deutschen Öffentlichkeit nicht zu vermitteln, warum mit eigenen Steuermitteln Wirtschaftsmächte zum eigenen Nachteil subventioniert werden. Diese Länder können ihre weitere Entwicklung in Eigenverantwortung bewältigen. In Indonesien ist die Armutsrate innerhalb von 10 Jahren von 40 auf 5,7% zurückgegangen. In Indien hat sie sich zwischen 2005 und 2016 halbiert. Und Indien unterhält die zweitgrößte Armee der Welt, verfügt über das fünfthöchste Militärbudget und ein eigenes Kernwaffenarsenal. Wie kommt man auf die Idee, dass Deutschland auf Zolleinnahmen verzichten oder gar staatliche Aufgaben von potenten Wirtschaftsmächten übernehmen müsse? Geht es uns in Deutschland so gut? Meine Damen und Herren, ich komme aus Baden-Württemberg. In Leimen wohnt die 64-jährige Rosemarie Rosenlehner. Frau Rosenlehner wohnt in einer fensterlosen Schiedsrichterkabine. Ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten: Die Flüchtlinge bekommen alles gestellt, sogar die Erstattung, und ich muss für alles kämpfen, sagt die 64-Jährige mit Tränen in den Augen. Das ist Ihnen egal, das wissen wir ja schon. Gehen Sie mal aus der Bundestagsblase raus, dann sehen Sie da draußen Leute, die Müll, Pfand sammeln müssen, damit sie überhaupt über die Runden kommen. Das ist Ihre Politik, das ist das Ergebnis von Ihrer Politik. Setzen Sie sich damit mal auseinander. Natürlich hat es damit zu tun. Hören Sie zu, ich werde es Ihnen gleich erklären. Ich werde es Ihnen gleich erklären. Während sich also Frau Rosenlehner von den Behörden im Stich gelassen fühlt, ist Deutschland mit über 22 Milliarden Euro netto im Jahr 2016 der zweitgrößte Geber von Mitteln der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit. 26,6% dieser Mittel, und jetzt hören Sie mal zu, die wurden für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen in Deutschland bereitgestellt. Das war anrechenbar, wie uns die Bundesregierung in einer Antwort auf meine Kleine Anfrage mitgeteilt hat. Ich sage Ihnen ganz klar, das ist keine soziale Gerechtigkeit, das ist Zweckentfremdung von deutschem Entwicklungsgeld. Wenn man den Flüchtlingen das Geld gibt, dann würde die alte Dame keinen Cent mehr kriegen.
Wir, die größte Wirtschaftsmacht in Europa, machen keinerlei Anstalten, eine an nationalen Interessen orientierte Außenhandels- und Entwicklungsstrategie zu verfolgen und damit etwas für den eigenen Bürger zu tun. Genderprojekte in Afrika, Poetry Slams zur Bewerbung der Agenda 2030 mit den Kiezpoeten oder absurde Förderprogramme für Windräder. In Peking und Washington lacht man doch über uns. Wir fordern Sie deshalb auf, stellen Sie die Entwicklungszusammenarbeit mit Indonesien, Pakistan und Südafrika ein, entziehen Sie Indien, Indonesien und Pakistan die Zollpräferenzen. Genug Einfluss dafür hat Deutschland in der Europäischen Union. Und sagen Sie der OECD endlich, dass Wirtschaftsgiganten wie China keine Entwicklungsländer sind. Entwicklungszusammenarbeit und Außenhandelspolitik müssen sich an nationalen Interessen orientieren. Deutschland dient. Stimmen Sie deshalb unserem Antrag heute zu. Vielen Dank. Markus Frohnmeier war das für die AfD-Fraktion zu einem Antrag der AfD-Fraktion. Es geht darum, Entwicklungsförderung für Schwellenländer zu stoppen. Jetzt zum selben Thema Stefan Sauer aus der Unionsfraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren! Der Antrag der AfD mag jene begeistern, die sich dafür aussprechen, dass jeder Euro zunächst mal im eigenen Land ausgegeben werden soll. Es bedarf daher der Erklärung, welche internationalen Abhängigkeiten ebenso betrachtet werden müssen, damit der Weltfrieden nicht weiter ins Wanken gerät und Naturkatastrophen aufgrund von Umweltschäden den Lebensraum vieler Menschen nicht noch weiter gefährden. Die aktuell weltweiten politischen, wirtschaftlichen Beziehungen stehen auf dem Kopf. Die politisch Verantwortlichen sind von nationalen Interessen getrieben und suchen den Vorteil in der nationalen Abgrenzung. Es scheint, als sei die über Jahrzehnte aufgebaute Stabilität verloren gegangen und die politisch Verantwortlichen suchten lediglich ihren eigenen Vorteil. Im Deutschen Bundestag muss es daher das Ziel der verantwortlichen Parteien sein, diese Unruhe nicht noch zu schüren, sondern Beispiele zu geben für geordnete staatliche Strukturen. Dies ist im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit möglich. Entwicklungszusammenarbeit ist eine globale Aufgabe. Deswegen benötigen wir auch globale, einheitliche Kriterien dafür, mit welchen Ländern wir diese noch durchführen wollen. Hierfür ist der Maßstab der OECD eine gute Leitlinie. Die AfD stellt nun in ihrem Antrag darauf ab, dass Deutschland beim Development Assistance Committee, kurz DAC der OECD, darauf einwirken möge, eine Reihe von Ländern den Status eines Entwicklungslandes bei der nächsten Evaluierung im Jahr 2020 abzuerkennen. Für das DAC und die Weltbank sind alle Länder grundsätzlich hilfsberechtigt, die zum unteren oder mittleren Einkommen zählen. Aus der Liste der Berechtigten werden Länder entfernt, die Schwelle zu einem hohen Einkommen dreimal in Folge überschritten haben. Dies, meine Damen und Herren, sind klare Kriterien. Deutschland hält sich an diese Kriterien. Sie haben sich bewährt. Eine Partei, die gegen diesen internationalen Konsens verstößt, stört die internationalen Beziehungen und gefährdet somit eine wertvolle, vertrauensvolle, globale Zusammenarbeit. Die größten Probleme unserer Zeit benötigen jedoch gerade globale Lösungen, meine Damen und Herren der AfD. Daher benötigen wir gerade die großen Schwellenländer, um für die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens, die Vermeidung und das Management des Abfalls, ich erinnere hier an die Kunststoffabfälle in den Meeren, die Schaffung von Arbeitsplätzen und Perspektiven, Hilfestellungen bei der Entwicklung noch ärmerer Länder. Folgt man Ihrem Antrag, so soll gelten, bei der Beurteilung des Entwicklungsgrades eines Staates muss auch politischen und militärischen Faktoren eine Bedeutung beigemessen werden. Den Bezug zu Kernwaffen wird hergestellt. Ich teile die Einschätzung, je weniger Atommächte es gibt, desto besser ist dies für den Frieden und die internationale Sicherheit. Doch glauben Sie wirklich, dass die Welt sicherer wird, indem wir diesen Staaten den Rücken zuwenden und sie sich selbst überlassen? Für mich werden hier inhaltliche Bezüge hergestellt, die oberflächlich begeistern sollen, Herr Gauland. Während Sie in der Antragsbegründung immer wieder gerne auf China eingehen, spielt China im Antrag eine untergeordnete Rolle. Ich gehe daher nur kurz darauf ein, weil auch Herr Frohnmeier hierzu schon falsche Zahlen geliefert hat. Seit dem Jahr 2010 erhält China keine Haushaltsmittel mehr im Sinne der klassischen bilateralen Entwicklungszusammenarbeit. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und die chinesische Regierung arbeiten nur noch dort zusammen, wo eine Kooperation punktuell noch Sinn macht. Rechtskooperation und im Bereich nachhaltiger Entwicklung, Klima- und Umweltschutz. Dies ist im Interesse Deutschlands, da China schon
aufgrund seiner Größe von 1,4 Milliarden Menschen eine Schlüsselrolle bei der Lösung globaler Zukunftsfragen zukommt. Sie beantragen, die Zusammenarbeit mit Pakistan einzustellen, und Sie nutzen hierbei gerne die amtliche Bezeichnung Islamische Republik Pakistan. Die deutsche Entwicklungshilfe leistet in Pakistan einen aktiven Beitrag zur Bekämpfung von Fluchtursachen, indem sie die strukturschwachen Grenzregionen zu Afghanistan mit vor allem bei der Versorgung afghanischer Flüchtlinge fördert. Dies ist auch im Interesse Deutschlands, Pakistan an dieser Stelle gut zu stabilisieren. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit konzentriert sich darüber hinaus in Pakistan auf drei Schwerpunkte: gute Regierungsführung, Förderung von erneuerbaren Energien und Maßnahmen der beruflichen Bildung und Förderung der Beschäftigung. Dies muss in unser aller Interesse sein. Sehr geehrte Damen und Herren, Indien mit ebenfalls 1,37 Milliarden Menschen bewegt sich wirtschaftlich aufwärts. Das ist richtig beschrieben, aber die Armutsquote ist immer noch enorm. Zwei Drittel der Menschen in Indien müssen mit weniger als 2 US-Dollar pro Tag auskommen. 400 Millionen Inder fallen sogar unter die absolute Armutsgrenze, die bei 1,25 US-Dollar pro Tag liegt. Sie stellen hingegen in Ihrem Antrag positiv heraus, dass sich die Armutsrate zwischen 2006 und 2016 halbiert hat und die Entwicklungszusammenarbeit daher entfallen kann. Sie zeigen sich auch mit der Entwicklung zufrieden, dass in Indien die Kindersterblichkeit pro 1000 Lebendgeburten auf 32 gesunken ist. Ist Ihnen das nicht selbst unangenehm, was Sie da schreiben? Wir müssen das Bewusstsein für Umwelt- und Klimaschutz über Dreiecksproportionen in den Köpfen der Menschen fördern, denn das Wirtschaftswachstum vor Ort ist wichtig, darf jedoch gerade in großen Volkswirtschaften nicht zügellos erfolgen. Deshalb hat das BMZ für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 67,5 Millionen Euro gemeinsame Projekte vorgesehen. Es sind vor allem Maßnahmen in den Bereichen Energie, nachhaltige Stadtentwicklung und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. Diese Projekte bieten wichtige Weichenstellungen, damit das Wirtschaftswachstum ermöglicht und zugleich die Umwelt geschützt wird. Außerdem stehen knapp 52 Millionen für eine Klimatechnologieinitiative zur Verfügung. Wir nennen dies verantwortungsvolles globales Wirtschaften, und die Schüler, die freitags auf die Straße gehen, haben das entgegen ihrer Fähigkeit schon begriffen. Ja. Die von der AfD vorgetragenen Forderungen stellen sich nicht diesen immensen Herausforderungen, sondern versuchen, in einer einfachen Argumentation zu begeistern, und das wiederum ist verantwortungslos. Die Argumentation basiert zudem auf verzerrten und teilweise falschen Daten. Auch wenn sich dies für die AfD vielleicht merkwürdig anhört, es sollte uns eine moralische, aus unserem christlichen Grundverständnis herrührende Verpflichtung sein, auch dem weniger privilegierten Teil der Welt Wege für ein Gleichgewicht des Lebens aufzuzeigen. Hoffnung und Zuversicht müssen wir sowohl den Schwellen- als auch den Entwicklungsländern vermitteln, jeweils individuell im Rahmen dessen, was sie prioritär benötigen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Reichtum ist das Privileg Einzelner, doch eine selbstbestimmte Zukunft ohne Hunger und Not ist ein Bedürfnis aller, und dem gilt es Rechnung zu tragen. Gerade Deutschland mit seinem Know-how im umwelttechnischen Bereich und Wissen um gute Ausbildung und gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen kann hier effektiv Hilfestellung leisten. Die AfD fordert in ihrem Antrag keine Förderung im Rahmen des Außenhandels für Schwellenländer. Wem bitte wäre mit so einer Maßnahme geholfen? Sicherlich nicht der deutschen Wirtschaft, der gerade in Zusammenarbeit mit Schwellenländern eine große Chance dasteht. Schließlich gilt es, Zukunftsmärkte gemeinsam zu erschließen. Fazit: Die AfD hat auch mit diesem Antrag deutlich gemacht, dass sie den vielfältigen Zielen der Entwicklungszusammenarbeit nicht positiv gegenübersteht. Mit ihrer Rigorosität und ihrem Tunnelblick fördert die AfD eine Entwicklung, die dazu führen würde, dass noch mehr Menschen ihre Heimat gegen ihren Willen verlassen. Die AfD hat Sinn und Zweck der Entwicklungszusammenarbeit nicht verstanden. Deshalb wird die CDU-CSU-Fraktion den AfD-Antrag ablehnen und unsere Entwicklungsarbeit weiterhin nach vernünftigen Kriterien ausrichten und nicht nach willkürlichen Kriterien, wie dies die AfD fordert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ungenauigkeiten und in einigen Punkten Inkonsequenz hält Stefan Sauer aus der Unionsfraktion dem Antrag der AfD vor, der hier diskutiert wird und in dem es um die Entwicklungsförderung von Schwellenländern geht, also Ländern, die auf der Grenze sind vom Entwicklungs- zum Industrieland. Nächster Redner in dieser Debatte ist Christoph Hoffmann, der entwicklungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion.
Und zwar, ich will Ihnen auch sagen, warum. Weil hier wieder mal die Hälfte der Fakten nicht genannt wird, um Ressentiments zu schüren, um Hass zu säen und eine Kluft in die Bevölkerung zu treiben, so nach dem Motto, Deutschland verschenkt Geld, was unsere Armen gerne brauchen könnten. Das haben Sie ja auch wieder hier schön vorgeführt, Herr Frohmeier. Jetzt schauen wir mal aber die Wirklichkeit an. Nehmen wir das Beispiel China, das haben Sie ja auch erwähnt. 2017 sind an China etwa 600 Millionen Euro Oder-Mittel geflossen. Was waren das denn für Mittel? Jetzt hören Sie gut zu, da lernen Sie was. Die Kredit, das waren eigentlich nur Kreditmittel im großen Umfang. Und diese Kreditmittel werden ja wieder zurückbezahlt. Also geht dem Steuerzahler eigentlich nichts verloren. Und on top gibt es dafür auch noch Zinsen. Jetzt schauen Sie mal an, wo Sie hier noch Geld kriegen auf einer deutschen Bank, wenn Sie Geld anlegen. Sie kriegen nämlich keine Zinsen und in dem Fall kriegen wir Zinsen. Das nützt uns allen, das nützt auch dem großen Budget des Bundeshaushaltes und das nützt auch Ihrer Rosamunde, weiß nicht wie viel, die Sie gerade genannt haben. Und wir müssen noch weiter schauen. Die Entwicklungszusammenarbeit hat eine strategische Komponente. Das ist genau der Unterschied, das haben Sie noch nicht verstanden. Sie sagen immer, das sind Hilfslieferungen, Hilfszahlungen etc. Nein, es geht um wirtschaftliche Kooperation. Und wenn wir weiterkommen wollen, zum Beispiel mit dem Klimaschutz, dann müssen wir diese strategischen Mittel auch nutzen. China erhält beispielsweise diese Oder-Mittel zum Bau von Windkraftanlagen. Die werden zum Teil auch hier hergestellt und helfen das gesamte Klima in der Welt. Und wir haben ja leider kein nationales Klima, wie manche hier im Saal meinen, sondern wir haben ein internationales Problem, nämlich die globale Erwärmung. Es ist doch im deutschen eigenen Interesse, dass wir die Klimakatastrophe stoppen und in den Griff bekommen. Und da kann es zum Beispiel auch die Zahlungen an Brasilien zur Rettung des Regenwaldes machen dann Sinn, wenn wir es schaffen, dass mehr Wald für den Klimaschutz entsteht, dann macht das strategisch einfach Sinn. Und genau diese strategischen Überlegungen erzählen Sie Ihren Wählern nicht, sondern müden Sie auf, versuchen den Hass zu schüren, und das ist genau Ihre Politik, die wir nicht unterstützen können, und deshalb läuft Ihr Antrag auch hier ins Leere. Ein weiteres strategisches Element, zum Beispiel die Produktion von E-Fuels, künstlichen Kraftstoffen, das können Sie am allerbesten in den Gegenden machen, wo unglaublich viel Sonne den ganzen Tag runterbrennt. Ja? Und da nützt es doch, die Investitionen dort zu unterstützen. Das ist doch die Art von Strategie, die wir brauchen. Und zu Ihrer Einstufung von Entwicklungsländern, da will ich Ihnen auch mal was sagen. Alle Länder sind Entwicklungsländer. Alle Länder müssen sich entwickeln. Auch müssen wir die AfD überwinden in Deutschland. Aber nicht nur das. Wir sind auch Entwicklungsland zum Beispiel beim Thema Mobilfunk, 5G. Wir sind Entwicklungsland in Sachen Breitband. Wir sind Entwicklungsland in Sachen Kreislaufwirtschaft. Und wir sind auch Entwicklungsland in Sachen Klimaschutz. Und deshalb kann die Parole nicht heißen, wie Sie sagen, rückwärts, sondern die Parole muss heißen, vorwärts mit strategischen Elementen auch in der Entwicklungszusammenarbeit arbeiten. Christoph Hoffmann war das für die FDP-Fraktion. Er hat einmal von Oder-Mitteln gesprochen. Das müssen wir kurz aufklären oder erklären, besser gesagt. Oder ist die Abkürzung für Official Development Assistance. Und wenn man das ins Deutsche überträgt, dann heißt das so viel wie finanzielle und personelle Mittel der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit. Nächster Redner, Sascha Rabe für die SPD-Fraktion. Von einer Dame, 64 Jahre alt, aus Deutschland berichtet, die schwer im Alter über die Runden kommt, und keiner bestreitet, dass wir auch in Deutschland Armut haben und dass wir auch alles tun müssen, diesen Menschen zu helfen, gerade im Alter, aber auch allein, nicht nur Altersarmut, Herr Kollege, auch alleinerziehende Mütter haben es sehr, sehr schwer. Das ist fast nur das größere Armutsrisiko. Ich sage Ihnen aber auch, Herr Frohmeier, ich komme gerade aus einer Dienstreise aus Togo und Ghana zurück und ich habe dort Kinder gesehen, die in der heißen Sonne morgens nicht zur Schule gehen, sondern mit Macheten auf Kakaoplantagen, um dort Kakaobohnen abzuschlagen für die Schokolade, die sie hier in Deutschland essen.
wo alleinerziehende Mütter, obwohl sie kein Schulgeld bezahlen müssen, es sich nicht leisten können, die Kinder in die Schule zu schicken, weil sie die Schuluniform, die Lehrmaterialien nicht bezahlen können, wo Menschen im Dreck, in bitterster Armut leben, wo Menschen kein sauberes Wasser haben, wo Menschen nicht mal es schaffen, die Kalorien aufzubringen am Tag, um einigermaßen gesund leben zu können. Wenn sie leichteste Erkrankungen haben, kein Arzt, daran elendlich sterben. Und ich sage das nicht, um zu sagen, dass wir nicht auch die Altersarmut in Deutschland bekämpfen müssen. Aber ich finde es schäbig und unanständig, dass sie das Not und Elend in der Welt ausspielen gegen Probleme, die wir in Deutschland haben. Das ist unanständig von Ihnen. Unanständig. Nichts weiter ist das. Und das eine tun und das andere nicht lassen, das muss doch unser Ziel sein, genauso wie wir in Deutschland für Verteilungsgerechtigkeit sorgen müssen, für die relative, dass wir die relative Armut überwinden müssen. Das ist übrigens auch das, wenn Sie es mal verstehen, was die Vereinten Nationen sich in ihrem Auftrag in der Agenda 2030 ja gegeben haben, dass eben gesagt wird, diese neuen Ziele, die wir dort entwickelt haben, alle Länder, die auch Deutschland unterschrieben haben, gelten eben nicht nur für Entwicklungsländer, auch für Industrieländer. Auch in Deutschland muss der Teil der relativen Armut überwunden werden. Also diejenigen, die von weniger als der Hälfte oder 40% des Durchschnittseinkommens leben müssen. Genauso, das ist eine Definitionsfrage, ob es die EU oder die, wie es die UNO macht. Da gibt es verschiedene Definitionen. Und weltweit müssen wir natürlich auch gucken, dass nicht weiter Menschen von weniger als 1,25 und unter 2 Dollar leben müssen. Und man darf diese Sachen nicht gegeneinander ausspielen. Was Sie auch nicht Herr Kollege Rabe, der Kollege von Mayer würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Ach doch, soll er machen. Jeder blamiert sich immer so gut er kann. Vielen Dank, Herr Dr. Rabe. Geht es in dem Antrag, über den wir heute diskutieren, um Staaten wie Ghana, um die bitterärmsten Staaten der Welt? Oder geht es darum, dass hier vielmehr von aufstrebenden Wirtschaftsmächten, G20-Staaten etc. gesprochen wird? Und glauben Sie, dass es nicht ziemlich populistisch in dem Zusammenhang ist, wenn Sie jetzt hier den Eindruck erwecken, als hätte ich die ärmsten Staaten der Welt angesprochen, wenn Sie mit Kindern mit Kulleraugen etc. Ankommen und Blähbauch? Da versuchen Sie ja in Ghana, wenn Sie über Ghana sprechen, diesen Eindruck zu erwecken. Es geht doch in diesem Antrag um potente Staaten, die in der Lage sind, selbstverantwortlich Entwicklung weiter zu betreiben. Seien Sie doch sachlich. Herr Kollege Frohmeier, ich will Ihnen antworten. Das ist ja immer genau die Methode und Taktik, die Sie machen. Sie legen einen Antrag vor, aber in dem, was Sie zu Ihrem eigenen Antrag gesagt haben, fangen Sie auf einmal an, eben nicht über die Frage zu stellen, sollen wir mehr Geld in zum Beispiel die ärmsten Länder geben, in die mittleren oder die Schwellenländer, sondern in Ihrer Begründung zitieren Sie auf einmal die 64-jährige Frau aus Deutschland, der es schlecht geht, und erwecken damit natürlich den Eindruck, als würden wir mit unserer Entwicklungszusammenarbeit eben dann Geld irgendwie verschwenden und für diese armen Frauen nichts haben. Und das ist halt genau der Punkt, der immer wieder auftaucht in Ihrer Argumentation. Und da sage ich Ihnen ganz klar, Herr Frohmeier, Sie haben auch neulich hier mal eine Debatte gesagt, wir brauchen keinen Entwicklungsplan für Afrika, sondern für Deutschland. Und Sie schreiben auch in Ihrem Antrag, weil Sie den zitieren, den eigenen Wohlstand zu erhalten und zu sichern, so wie hier die notwendigen Voraussetzungen schaffen, das muss unser primäres Interesse sein. Und da sage ich Ihnen, wir machen Entwicklungszusammenarbeit, damit es allen Menschen auf der Welt gut geht. Und nur dann, wenn es allen Menschen auf der Welt gut geht, Herr Frohmeier, das ist dann auch in unserem Interesse. Und das muss doch auch mal Ihren Deutschbirnen mal klar werden. Ja? So, jetzt können Sie sich setzen. Das hat ja eh keinen Sinn, wenn ich Ihnen weiter antworte. Sie werden es sowieso nicht verstehen. Und gerade, weil Sie auch mal das Thema Flüchtlinge ansprechen, Sie dürfen, ja, ich bin fertig mit Ihnen. Wenn Sie mal das Thema Flüchtlinge und Flüchtlingskosten ansprechen, wie ausgerechnet Sie nicht begreifen können, dass es gerade auch in unserem deutschen Interesse natürlich auch sein muss, dass wir Hunger und Armut bekämpfen, dass wir Kindern die Möglichkeit geben, in die Schule zu gehen, eine Berufsausbildung zu machen, damit sie eben nicht aus wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit auch versuchen, nach Europa zu kommen. Das ist doch dann auch in unserem Interesse und im Interesse der Menschen. Denn keiner verlässt doch sein Land gerne freiwillig, weil er jetzt in Deutschland meint, hier ist irgendwie die Musik besser oder die Bratwurst schmeckt ihm hier besser, sondern weil die ihre Familien nicht über die Runden bekommen. Und deswegen ist es gut, wenn wir dort vor Ort helfen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und lassen Sie uns aufhören, endlich
auszuspielen, die Nöte der Ärmsten, der Armen gegen Probleme, die wir in Deutschland haben. Beides müssen wir angehen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Und zu den Ländergruppen, zu denen Sie jetzt was gesagt haben. Ich gehöre und die SPD schon seit langem zu denen, wir haben das auch im Koalitionsvertrag festgelegt, die aussagen, wir müssen insgesamt in unserem Portfolio der Entwicklungszusammenarbeit mehr in die ärmsten Länder geben, in die sogenannten Least Developed Countries. Da steht im Koalitionsvertrag drin, und das muss auch das Ministerium sich den Schuh anziehen, dass in den letzten Jahren hier auch wir zu Recht auch von Nichtregierungsorganisationen, auch vom Entwicklungsausschuss der OECD kritisiert werden, dass wir mehr in die mittleren Einkommensländer geben und zu wenig in die Least Developed Countries, in die ärmsten Entwicklungsländer. Da erwarten wir auch vom Bundesministerium und vom Minister, dass dort ein Umsteuern erfolgt. Das ist völlig unstrittig. Aber bei den Länderbeispielen, die Sie nennen, haben Sie zum Beispiel vorhin bei Indonesien von Kohlekraftwerken geredet. In Indonesien haben wir mit die weltweit größten zusammenhängenden Regenwälder, die wir noch haben. Das haben wir auch in Brasilien mit Ländern, die Sie auch aufhören, wo Sie beides sagen, da sollen wir raus aus der Entwicklungszusammenarbeit, weil das ja dann angeblich das Geld fehlt für die arme Frau in Deutschland und andere. Die Regenwälder und die Torfmoore, gerade auch in Indonesien, sind die größten CO2-Speicher der Welt. Also durch jährliche Entwaldung und Abholzung geht manchmal bis zu ein Fünftel der ganzen weltweiten CO2-Emissionen sind zurückzuführen, dass Wälder abgeholzt werden. Und wir können doch nicht den Ländern sagen, weil ihr unser Weltklima schützen wollt, dürft ihr diese Länder nicht anfassen und kriegt dafür keine Entschädigung oder keine Ausgleichsleistung. Denn wir haben ja auch im Kohlebergbau in Deutschland Landschaften umgegraben, um unsere Kohle zum Beispiel zu kommen. Und da können wir doch nicht im Land wie Indonesien, was schon über viele Jahre bitter arm war und immer noch Armut hat, generell sagen, ihr dürft jetzt diese Wälder nicht abholzen und ja, auf den wirtschaftlichen Schaden bleibt der alleine hängen. Wir haben Fridays for Future, wo die heute wieder, wo auch zu Recht viele junge Leute für Klimaschutz demonstrieren. Und das ist richtig, dass die internationale Gemeinschaft und Deutschland sagt, ja, wir wollen auch, dass die Tropenwälder erhalten bleiben. Wir erkennen auch an, dass, weil die jetzt bei euch sind, ihr nicht einfach sagen könnt, wir verzichten auf den wirtschaftlichen Nutzen. Und deswegen geben wir euch auch Geld dafür, dass ihr gemeinsam mit uns das Weltklima schützt. Und deshalb ist das auch gut angelegtes Geld. Denn auch in Deutschland wollen wir nicht, dass es mal zu Fluten kommt und zu schlimmen Wetterkatastrophen, ganz zu schweigen von den ganzen Dürrefolgen auf der Welt, die Hunger und Armut hervorrufen. Und es war ein bisschen kompliziert für Sie, ich weiß, aber ich glaube, der Rest des Hauses hat es verstanden. Deshalb ist das Geld da auch richtig angelegt, meine sehr verehrten Damen und Herren. In diesem Sinne glaube ich, dass wir auch bei uns in den Haushaltsberatungen eher schauen müssen, dass wir auch unsere ODA-Mittel weiter steigern und dass wir auch den Entwurf des Finanzministers noch kräftig verbessern werden. Denn gerade die Zusagen, die wir im Klimaschutzbereich gemacht haben, zu Recht, die können natürlich nicht alles alleine vom Bundesministerium für Entwicklung geleistet werden, sondern die müssen auch aus dem BMU kommen. Und das kann man da nicht am Ende so machen, dass die Hälfte unserer Mittel nur in Klimaschutz geht. Das muss obendrauf kommen. Deswegen sage ich anders als die AfD, wir brauchen nicht weniger, sondern mehr Geld für Armutsbekämpfung und Klimaschutz. Das ist in unserem Interesse, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sascha Raabe betont für die SPD-Fraktion, dass Entwicklungshilfe durchaus im deutschen und auch europäischen Interesse ist. Und die nächste Rednerin in dieser Debatte ist Helen Evrim-Sommer für die Linksfraktion. Die Damen und Herren von der AfD haben einen Antrag gestellt, die deutsche Entwicklungszusammenarbeit zu prüfen. Aufstrebenden Wirtschaftsmächten soll der Status als Entwicklungsland entzogen werden. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist wichtig, dass wir hier an dieser Stelle über die deutsche Entwicklungszusammenarbeit bei aufstrebenden Wirtschaftsmächten sprechen. Als Beispiel für aufstrebende Staaten werden Indonesien, Pakistan und Südafrika genannt. Ihnen sollen Gelder entzogen werden. Ich bin sehr dafür, dass wir diskutieren, wann diese Schwellenländer bereit sein werden, Verantwortung zu übernehmen, ihre Bevölkerung zu versorgen und ihre Wirtschaft zu stabilisieren. Die Boomregionen im Lahore, Karachi, Jakarta und Kapstadt sind ein vielversprechender Anfang. Wenn das jahrelange Engagement der deutschen Entwicklungszusammenarbeit hier Früchte trägt, sollten wir das als Erfolg verbuchen.
Aber dieser Erfolg ist kein Grund, die Füße hochzulegen. Er sollte uns eher anspornen. Denn Entwicklungszusammenarbeit zahlt sich tatsächlich langfristig aus. Nicht nur, weil sie Fluchtursachen bekämpft und der indischen und pakistanischen Jugend eine Alternative zu Karriere im Terrorcamp bietet. Wir müssen alles tun, um diese Entwicklung und diese Erfolge zu stabilisieren. Auf keinen Fall dürfen wir diese jungen Beete des Vollstandes gefährden, indem wir sagen, Job erfüllt, wir ziehen unsere Entwicklungszusammenarbeit ab und schließen unsere Projekte. Denn noch leben in allen drei Ländern außerhalb der Boomregionen bis zu 50% der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Dasselbe gilt für Mexiko, Indien und die großen ländlichen Regionen Chinas. Diese Pakistaner, Indonesier, Südafrikaner, Mexikanerinnen, Chinesinnen und Inderinnen leben in bitterster Armut ohne ausreichende Nahrung, Wasser und Medikamente. Bei allen Erfolgen darf man dieses Leid oder dieses menschlichen Elend nicht vergessen. Wir können diese Menschen nicht einfach leiden lassen mit dem Argument, ja, warum helfen die anderen denn nicht? Die Folgen aber gehen noch weiter über das humanitäre Leid hinaus. Kinder gehen betteln, anstatt eine Schule zu besuchen. Frauen gleiten ab in die Prostitution, anstatt eine Ausbildung zu machen. Je geringer die Ausbildung der Frauen, desto mehr Kinder bekommen sie, die wieder in Armut aufwachsen. Männer erkranken an Typhus oder Cholera, anstatt ihren Beitrag zur Volkswirtschaft zu leisten. Und so fehlen den wachsenden Volkswirtschaften Fachkräfte, ohne die sie zusammenbrechen werden. Das dürfen wir um Himmels Willen nicht geschehen lassen, meine Damen und Herren. Deswegen unterstützen wir Indonesien, Pakistan und Südafrika vor allem beim Aufbau eines Berufsbildungssystems und einer allgemeinen Krankenversicherung. Berufsbildung und Krankenversicherung, das sind doch zwei echt deutsche Themen. Sollen wir das einfach mittendrin abbrechen? Aber wir tun noch mehr. Wir helfen Pakistan bei der Versorgung von Flüchtlingen in der ohnehin bitterarmen Grenzregion zu Afghanistan. Sollen wir keine Zelte mehr aufstellen, die die Camps nicht mehr mit Wasser, Bohnen und Reis versorgen? Wir fördern AIDS-Prävention und Gesundheitsprogramme in Südafrika. Sollen wir Krankenhäuser abwickeln, Impfprogramme beenden und Frauenhäuser schließen? Wenn wir all das, meine Damen und Herren, in Frage stellen, dann riskieren wir ein Riesendesaster. Die Folgen werden wir in Deutschland und auch in Europa unmittelbar und schnell spüren. Dann sind wir mit unserem selbstgestellten Anspruch, Fluchtursachen bekämpfen, auf ganzer Linie gescheitert. Um Fluchtursachen zu bekämpfen, müssen wir aus Entwicklungsländern Schwellenländern machen und aus Schwellenländern stabile Regionen. Denn Indonesien, Pakistan und Südafrika sind Modellstaaten für andere. Sie strahlen weit über ihre Grenzen, Landesgrenzen hinaus. Wie bereits auch heute im gemeinsamen deutsch-mexikanischen Fonds, da zahlen übrigens beide Länder gleich viel ein. Und hier an dieser Stelle eine kleine Erinnerung zum Schluss. Die Vereinten Nationen sagen, die reichen Länder sollen 0,7% ihres Einkommens für Entwicklungszusammenarbeit ausgeben. Wir haben in unserem Haushalt 2019 nur 0,5%. Und da gibt es, meine Damen und Herren, noch viel zu tun. Dankeschön. Nicht zu viel, sondern sogar zu wenig Entwicklungshilfe, beklagt Helin Evrim Sommer für die Linksfraktion. Und in dieser Debatte geht es weiter mit einem, der sich in letzter Zeit etwas rar gemacht hat am Pult vorne im Plenum. Und das ist Jürgen Trittin von den Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich kann viel von dem, was Herr Sauer und Sascha Rabe hier gesagt haben, teilen. Ich würde uns dann nur gemeinsam wünschen, dass hier dieses Haus die Kraft hat,
Wenn es richtig ist, dass wir mehr tun müssen zur Bekämpfung der Armut der Welt, wenn es richtig ist, dass wir mehr tun müssen zur Bekämpfung des Klimawandels, dass wir gemeinsam die Kraft haben würden, die finanzielle Planung des Finanzministers auch zu korrigieren. Der sieht nämlich vor, dass für dieses Geld 750 Millionen weniger ausgegeben wird. Ich finde, das ist keine gute Idee. Ansonsten teile ich viel von dem, was Sie gesagt haben. Ich finde, diese Sachlichkeit hat die AfD an dieser Stelle gar nicht verdient. Dieser Antrag ist ein Musterbeispiel dafür, wie man durch Weglassen Lüge und Hetze betreiben kann. Schauen Sie sich mal die Begründung an. Da wird davon gesprochen, Deutschland importiert Waren im Wert von 1,3 Billionen Euro. Ja, ist das unser Problem? Ist das unser Problem, dass wir so viel Geld ins Ausland schicken müssen, um so viel Waren zu importieren? Die vollständige Wahrheit hätte gelautet, dass Deutschland das gegenteilige Problem hat. Deutschland ist nicht nur der drittgrößte Warenimporteur, er ist der weltweit größte Warenexporteur. Wir haben einen Exportüberschuss erzielt von 249 Milliarden Euro, was Waren angeht. Und für diejenigen, die glauben, es ginge hier um Hilfe, füge ich hinzu, und im gleichen Jahr haben wir noch 50 Milliarden an Zinszahlungen aus dem Ausland angelegten Vermögen bekommen. So sieht die Welt in dieser Wirklichkeit aus, und diese Wirklichkeit stellen Sie durch Weglassen schlicht und ergreifend auf den Kopf. Und dann wird das Ganze noch kombiniert mit sozialer Demagogie und Ausgrenzung. Ich werde Sie mal fragen, was für Folgen hätte es denn, wenn man zum Beispiel bestimmten Schwellenländern die Zollpräferenzen streichen würde? Ja, diese Waren würden sich verteuern. Was hieße das beispielsweise für die von Ihnen genannte Rentnerin, die ihren Lebensunterhalt kaum bestreiten kann? Sie müsste mehr ausgeben. Das wäre Folge von dem, was Sie sagen. Sie stellen sich ja hin und verteidigen angeblich das Recht dieser Rentnerin, und in Wirklichkeit wollen Sie ihr in die Tasche greifen. Das ist Ihre Politik. Und dann haben Sie überhaupt nicht verstanden, was deutsches Interesse ist. Deutsches Interesse ist beispielsweise, mit dafür zu sorgen, dass die größte globale Krise, die wir haben, nämlich eine umfassende Klimakrise, bekämpft wird. Und da muss man einfach feststellen, es stimmt mancher Hinweis, dass Deutschland das nicht alleine machen kann. Das höre ich ja immer aus diesen Reihen. Wir würden das ja gar nicht alleine hinkriegen, das wäre nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, die Wahrheit ist, 20% der Treibhausgasemissionen dieser Welt geschehen durch die Abholzung, die kriminelle Abholzung von Wäldern, gerade in solchen Ländern wie Brasilien und Indonesien. Und dann stellt sich die AfD hier hin und sagt, wir leugnen zwar den Klimawandel, aber das soll munter so weitergehen. Da sollen wir nicht gegen aninvestieren. Liebe Freundinnen und Freunde von der AfD, so kann man hier keine Klimaschutzpolitik machen an dieser Stelle. Das ist verlogen hoch drei, was Sie hier praktizieren. Und dann höre ich, dass Sie jetzt plötzlich gegen Kohle in Entwicklungsländern sind. Ja, bin ich auch. Wie kriegen Sie die Kohle eigentlich nicht nur in Deutschland, sondern global aus der Operation raus? Ganz einfach, indem Sie investieren in den Ausbau erneuerbarer Energien. Herr Frohnmeier stellt sich hier hin und spottet über Windräder. Ich will Ihnen mal gerade vorführen, welches Geschäft auch für deutsche Industrie Sie an dieser Stelle durch die Nase gehen lassen. Allein in China, dem schnellst wachsenden Markt für erneuerbare Energien, sind im letzten Jahr 150 Milliarden Dollar
in neue Windanlagen investiert worden. 10-mal so viel wie in Deutschland. Ich begrüße das und dass dies auch ein Ergebnis ist von Kooperation zwischen Deutschland und China, die lange, mehr als 10 Jahre zurückreicht. Das ist etwas, worüber wir uns freuen sollten, weil es gut ist für das Weltklima und weil es gut ist auch für unsere Unternehmen an dieser Stelle. Also hören Sie auf, die deutschen Interessen mit Ihrer Demagogie mit Füßen zu treten. Jürgen Trittin für Bündnis 90 Die Grünen in dieser Debatte über einen AfD-Antrag, der darauf abzielt, die Entwicklungsförderung von Schwellenländern zu stoppen. Und in eben dieser Debatte spricht jetzt Wolfgang Stefinger für die Unionsfraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte schon zu Beginn meiner Rede darauf hinweisen, dass seit dem Jahr 2015 das Entwicklungsministerium eine Neudefinition vorgenommen hat, insbesondere was die 6 größten Schwellenländer betrifft. Wir sprechen nämlich hier nicht mehr von der klassischen Entwicklungszusammenarbeit von den Entwicklungsländern, sondern von globalen Entwicklungspartnern. Und diese Neudefinition hat auch dazu geführt, dass es eben keine klassische Entwicklungsförderung, Entwicklungszusammenarbeit mehr gibt. Betroffen sind hier die 6 größten Schwellenländer: Brasilien, China, Indien, Indonesien, Mexiko und Südafrika. Und ich möchte schon darauf hinweisen, dass es eben gerade richtig war, hier diese Neudefinition einzuführen, weil wir eben nicht wollen, dass die Zusammenarbeit mit diesen Ländern endet. Denn eine Beendigung der Zusammenarbeit mit diesen Ländern würde nicht nur die wirtschaftlichen Perspektiven schmälern und auch Fluchtbewegungen begünstigen, sondern eben auch unsere eigene Wirtschaft schädigen. Denn diese Länder bieten große Wachstumsmärkte und sind auch für den Export sehr wichtig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Welt ist doch heute ein globales Dorf. Gegenseitige Abhängigkeiten waren nie so groß wie heute und noch nie waren wir alle untereinander so eng miteinander vernetzt. Ich möchte das deutlich machen. Unser Handeln hat einen Einfluss auf die Regionen. Es ist schon angesprochen worden, alleine beim Thema Lieferketten, ob das die Textilbranche betrifft, ob das der Kaffee ist, ob das der Kakao ist. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Dinge. Also unser Handeln hat einen Einfluss auf die Regionen, aber auch die Entwicklung in diesen Ländern hat am Ende einen Einfluss auch auf uns. Wir sehen doch die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Den Klimawandel, die Ernährungssicherung, das Thema Wasser, das in einigen Ländern schon eine große Rolle spielt. Und dann natürlich auch daraus resultierend das Thema Migration. All das sind globale Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Und hierfür sind auch globale Lösungen gefragt. Ich möchte das Beispiel, das unser Entwicklungsminister Gerd Müller immer wieder bringt, auch mal anführen. Insbesondere im Energiebereich, wenn wir uns Afrika und Indien anschauen. Wir wissen, dass die Bevölkerung dort wächst. Wir wissen, dass es über 600 Millionen Haushalte dort gibt, die bis heute keine einzige Steckdose haben. Und diese Länder werden in den nächsten Jahren verstärkt auch Energie haben wollen. Und wenn diese Länder ihren Energiehunger mit Kohle stillen wollen, ja, dann brauchen wir uns über das 1,5-Grad-Ziel doch gar nicht mehr unterhalten, weil über 1.000 neue Kohlekraftwerke dann gebaut werden würden, wenn wir es nicht schaffen, die Länder davon zu überzeugen, mit unseren Partnerschaften davon zu überzeugen, dass sie auf erneuerbare Energien setzen. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommt diesen Ländern auch eine Schlüsselrolle beim Klimaschutz zu. Und deswegen möchte ich Unterstützung und Zusammenarbeit, denn das ist der richtige Weg und eben nicht die Abschottung und die Beendigung der Kooperation. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Schwellenländer zeichnen sich dadurch aus, das ist richtig, dass sie eine rasante wirtschaftliche Entwicklung in den letzten Jahren hatten. Das ist auch gut so.
dass sie auch teils eine soziale und politische rasante Entwicklung hatten. Aber es ist vorher schon angeklungen, weder das Pro-Kopf-Einkommen ist mit Industriestaaten vergleichbar, noch sind Nachhaltigkeit wirklich verankert und die Breitenwirksamkeit des Wachstums ist in weiten Teilen nicht gesichert. Von den sozialen Ungleichgewichten in den Ländern gar nicht zu sprechen. Und deswegen gibt es diese neue Form der Zusammenarbeit in der Entwicklungszusammenarbeit, diese Form der Partnerschaft, die wichtig ist, um diese Dinge hier noch weiter in den Griff zu bekommen und sich diesen Herausforderungen auch zu stellen. Wir sehen natürlich, dass sich die wirtschaftlichen und auch politischen Machtzentren verschieben. Aber wir sehen auch, dass Schwellenländer mitgestalten wollen. Und wir müssen sie auch in die Pflicht nehmen, dass sie die Verantwortung in der Welt auch mit übernehmen. Ich denke hier insbesondere an Brasilien, ich denke an China, ich denke an Indien und auch an Südafrika. Und deswegen ist es wichtig, dass wir mit diesen Ländern kooperieren und im Dialog und im Austausch bleiben. Und selbstverständlich kann man die Aktivitäten von China hinterfragen, auch kritisch hinterfragen, das ist selbstverständlich. Aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass insbesondere in Afrika viele Afrikaner die Chinesen auch als Vorbilder sehen, weil sie in den letzten Jahren eine so rasante Entwicklung hingenommen haben. Und genau deswegen ist es wichtig, dass wir mit den Chinesen hier auch kooperieren und auch deutlich machen, dass es uns auch in der Zusammenarbeit um verschiedene Schwerpunkte geht, nämlich um Rechtsstaatlichkeit, um Menschenrechte, um die Nachhaltigkeit, um den Umwelt- und Klimaschutz und auch um die Umsetzung der Agenda 2030. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zusammenarbeit mit Schwellenländern liegt in unserem eigenen Interesse. Und ich möchte schon darauf hinweisen, in einem globalen Dorf müssen wir die globalen Herausforderungen gemeinsam angehen. Die können wir nur gemeinsam meistern. Und deswegen, wir verweisen den Antrag in den Ausschuss. Aber ich plädiere heute schon für Ablehnung. Dankeschön. Wolfgang Stefinger in einer Debatte zu einem Antrag der AfD-Fraktion. Und der nächste Reihe Redner dazu kommt aus der AfD-Fraktion, Dietmar Friedhoff. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, ich fange Sie kurz ein. Es geht also um G20-Länder, das noch mal für alle im Klartext. Ich fange an, kann ausstrebend auch abstrebend sein. Wann ist ein Schwellenland und welche Schwelle meinen wir? Wann erfüllt ein Schwellenland alle Kriterien, damit es nicht mehr unterstützt werden muss, braucht und will? Schauen wir uns doch die angesprochenen Länder einfach mal aus einer ganz anderen Perspektive an. Indien, Pakistan, Türkei, Indonesien, Südafrika. Länder, die wir mitentwickelt haben, Länder, die wir unterstützt haben, ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten weiterzuentwickeln in Bezug zu Demokratie, Selbstentwicklung und Einhaltung der Menschenrechte. Aus dieser Perspektive, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind alle fünf Länder keine ausstrebenden Länder, sondern abstrebende Länder. Alle fünf Länder haben die Schwelle überschritten, die Schwelle zu weniger Demokratie, weniger Rechtsstaatlichkeit und weniger Einhaltung der Menschenrechte. Alle fünf Länder haben die Schwelle überschritten zu mehr Gewalt, zu mehr Drangsalierung und Verfolgung von Minderheiten. Inhaftierung, Folter und Tötung sind an der Tagesordnung zur Erhaltung der eigenen Machtstruktur. Das ist die traurige Tatsache nach Jahrzehnten laufender Zusammenarbeit. Und all das sollte schon dazu führen, dass man sich endlich mal fragt, was schiefläuft. Und das sollte uns dazu veranlassen, die Zusammenarbeit zu beenden. Es muss beendet werden und sollte beendet werden. Indien und Pakistan, zwei Atommächte, die sich im Kaschmir-Konflikt unversöhnlich gegenüberstehen. Ein türkischer Präsident, der nichts auslässt, uns als Deutsche zu beleidigen. Ein Indonesien im Wirbel von Gewalt und Christenverfolgung. Und ein Südafrika, das sich nach Jahrzehnten investierter Entwicklungszusammenarbeit in allen Bereichen wieder zurückentwickelt. Und hier sollten wir auch mal endlich eins erwähnen, die Gewalt gegen weiße Farmer. Und als christliches Land, was ja gerade gesagt worden ist, und als christliches Land sollten grundsätzlich keine Länder gefördert werden, in denen Christen verfolgt und getötet werden. Und es sollte in keine Länder investiert werden, wo generell Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Ja, das tut weh, ne? Das bedeutet, Schwelle überschritten,
Zahlungen aussetzen. Sonst haben wir überhaupt keine Hebel mehr. Und das, Herr Rabe, unterstützen Sie sogar, Hebel einsetzen. Und zwar, wir haben dann keine Hebel mehr für nichts. Und damit wären alle Worte, die wir ständig verlieren, nur Schall und Rauch. Und das betrifft ausdrücklich nicht den Bereich der humanitären Hilfe. Denn für uns ist humanitäre Hilfe christliche Nächstenliebe und Verpflichtung zugleich. Setzen wir deswegen sichtbare Zeichen für Werte, die wir meinen, Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit und Glaubensfreiheit. Und das, genau das erfordert von uns allen hier in diesem Deutschen Bundestag, in dieser parlamentarischen Demokratie, dass wir das auch leben und vorleben. Die Nichtwahl unserer Kandidatin für das Amt der Bundestagsvizepräsidentin gestern zeigt jedoch auf, dass die überwiegende Mehrheit der Abgeordneten in diesem Haus hier Umsetzungsdefizite im Vorleben klar erkennen lassen. Deswegen sind wir alle gemeinsam gefordert, damit Deutschland nicht ständig versucht, im Ausland Leuchttürme zu erschaffen, sondern Deutschland sollte endlich wieder eins sein, Leuchtturm für die Welt. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dagmar Ziegler, SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, auch ich möchte zu Beginn festhalten, der in diesem Tagesordnungspunkt behandelte Antrag der AfD hat eigentlich gar keinen Bezug zur deutschen Entwicklungspolitik, denn er fällt eher in die Kategorie Tarnen und Täuschen. Er lautet nämlich, aufstrebenden Wirtschaftsmächten den Status als Entwicklungsland entziehen. Nun erstens, einen entziehbaren Status als Entwicklungsland gibt es überhaupt nicht. Die als Entwicklungsländer bezeichneten Staaten variieren sehr stark und weisen lediglich gemeinsame Merkmale auf, wie geringes Pro-Kopf-Einkommen, schlechte Gesundheits- und Nahrungsversorgung oder eine extrem ungleiche Verteilung von Gütern. Es gibt eine Liste von Ländern, die vom Entwicklungsausschuss der OECD geführt wird und 2020 auch weiterentwickelt wird. Zweitens aber hängt es überhaupt nicht von dieser Liste ab, mit welchen Ländern Deutschland Entwicklungspartnerschaften betreibt. Das entscheiden wir selbst. Und deshalb drittens, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit scheint Sie definitiv nicht zu interessieren. Im Antrag heißt es wörtlich, es liegt nicht im deutschen Interesse, potenzielle Wettbewerber mit deutschen Steuergeldern zum eigenen Nachteil zu subventionieren. Ah ja, worin liegt denn dann das deutsche Interesse? Ressourcen in Afrika ausbeuten, billige Arbeitskräfte rekrutieren oder Absatzmärkte ausschließlich zu gewinnen? Sie haben nicht einen Grund genannt oder keine Ursache genannt, was Ihre deutschen Interessen eigentlich beinhalten. Und welche Nachteile befürchten Sie denn? Auch diese haben Sie nicht dargelegt. Natürlich liegt die Kooperation mit unseren Partnern in einer globalisierten Welt in deutschem Interesse. Wir setzen unsere Entwicklungszusammenarbeit und die finanzielle Zusammenarbeit genau in den Bereichen ein, die notwendig sind, um unser alle Welt nachhaltig zu gestalten. Klima und Umwelt, ich weiß, bei Ihnen ist alles nur Wetter, Menschenrechte und gute Regierungsführung. Das sind entscheidende Fragen nicht nur unserer heutigen, sondern vor allen Dingen auch der künftigen Generation, die Sie völlig ausblenden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gehen wir mal ins Detail. Ein Großteil der Kooperation mit wirtschaftlich aufstrebenden Ländern wie Indien, Mexiko, Brasilien besteht in der finanziellen Zusammenarbeit durch laufende Kredite. China wurde schon benannt. Ich glaube, seit 2008 schon gibt es keine Entwicklungszusammenarbeit mehr und die laufenden Kredite mit China werden lediglich abgewickelt. Weitere Projekte in den sogenannten Schwellenländern stehen in absolutem Einklang mit den deutschen geopolitischen und strategischen Interessen. Brasilien, Klima- und Tropenwaldschutz, Erhalt der Artenvielfalt, erneuerbare Energien, strategisches deutsches Interesse. Indien, erneuerbare Energien, nachhaltige Stadtentwicklung, Ressourcenschutz, nachhaltiges strategisches deutsches Interesse. Indonesien, Umwelt- und Klimaschutz, erneuerbare Energien, berufliche Bildung, strategisches deutsches Interesse. Mexiko, Umwelt, erneuerbare Energien, nachhaltige Stadtentwicklung, strategisches deutsches Interesse. Südafrika, Klimaschutz, erneuerbare Energien, gute Regierungsführung, strategisches deutsches Interesse.
Pakistan, gute Regierungsführung, Geschlechtergerechtigkeit, Menschenrechte, strategisches deutsches Interesse. Ziel und Aufgabe ist es, den Menschen in unseren Partnerländern Chancen zu eröffnen, die UN-Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und eben auch unsere Welt sicherer zu machen. Das erfordert eine globale Gemeinschaftsleistung. In den ärmsten Ländern geht es dabei vorrangig um die Themen wie Hungerbekämpfung, Gesundheitsförderung und den Aufbau einfachster Strukturen. In den sogenannten Schwellenländern geht es um den Ausbau und vor allem um die Festigung nachhaltiger und rechtsstaatlicher Strukturen. Nur wenn wir hier unsere Partner stärken, und zwar langfristig stärken, werden wir in absehbarer Zeit eben weniger Länder auf dieser Liste der OECD als Entwicklungsländer stehen haben. Und nur so werden wir auch im eigenen Interesse unserer globalen Verantwortung als Industrienation, als Gesellschaft und Kolleginnen und Kollegen der AfD auch als menschengerecht. Vielen Dank. Dagmar Freitag war das für die Dagmar Ziegler für die SPD-Fraktion in dieser Aussprache zu einem Antrag der AfD, in dem die AfD sich dafür einsetzt, Entwicklungsförderung für Schwellenländer zu stoppen. Und Dagmar Ziegler war auch die drittletzte Rednerin, folglich jetzt der vorletzte, Till Mansmann aus der FDP-Fraktion. Geehrte Kollegen von der AfD-Fraktion, Sie stören sich daran, dass deutsche Steuergelder möglicherweise für die Unterstützung von Staaten ausgegeben werden könnte, die diese Förderung im Grunde gar nicht benötigen, die möglicherweise sogar zur Verzerrung des globalen Wettbewerbs und zum Schaden der hiesigen Wirtschaft führen. Und darüber könnte man auch reden, aber das ist gar nicht die Intention Ihres Antrags gewesen, wie man deutlich gemerkt hat und wie man auch in Ihrem Antrag schon sieht. Und Herr Kollege Frohnmeier, Ihre Rede hat es ja noch viel deutlicher gezeigt. Ich zitiere aus Ihrer Begründung: Den eigenen Wohlstand zu erhalten und zu sichern, sowie die hiervor notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, muss primäres Interesse sein. Nein, da widerspreche ich Ihnen in aller Deutlichkeit. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, die Lebensumstände der Menschen weltweit zu verbessern, in der festen Überzeugung, dass am Ende davon alle profitieren. Und in der festen Überzeugung, dass wir nur so globale Probleme, und wir haben globale Probleme, angehen und lösen können. Wir wollen die Entwicklungszusammenarbeit nicht vor einen nationalistischen Karren spannen. Und wenn Sie schon falsch herum auf diesem Pferd sitzen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die richtige Richtung schauen, extrem niedrig. Das ist schade, weil wir hier mal darüber sprechen könnten, was im BMZ wirklich falsch läuft, auch hinsichtlich der Schwerpunktsetzung bei den Partnerländern. Also in dem Themenfeld, an dem Sie vermeintlich arbeiten, was Sie in Wirklichkeit gar nicht tun. Beginnen wir damit, dass das BMZ 6 Reformpartnerländer herausgesucht hat, die es mit finanziellen Mitteln deutlich besser ausstatten möchte als bisher. Das hat seinen Preis. Da die Mittel insgesamt immer noch sehr begrenzt sind, muss das Geld in anderen laufenden Projekten eingespart werden. Andererseits gibt es die neuen Projekte noch gar nicht richtig. Das BMZ stellt also Geld bereit und streicht Projekte zusammen an anderen Orten und sucht dann erst die neuen Verwendungsmöglichkeiten. Und so kann Entwicklungszusammenarbeit nicht effektiv funktionieren. Dazu kommt, dass die Least Developed Countries sträflich vernachlässigt werden. Dabei geht das Ministerium selbst auch viel zu national in die Sache heran. Beim BMZ ist das im Widerspruch zu der andauernden Beschwörung der Multilateralität, und da sind Sie in Ihrer Deutschtümelei wenigstens ehrlich von der AfD. Aber diese Multilateralitätsbeschwörungen des Ministers sind leider nur Lippenbekenntnisse. Deutschland hat sich den Nachhaltigkeitszielen verpflichtet, und diesen Gedanken sehen wir von der FDP-Fraktion als ganz globale Konsequenz aus vernünftigem ökonomischem Handeln und dem Umgang mit global begrenzten Ressourcen. Aber das gehetzte Themenhopping des Ministers, Textilbündnis, dann grüner Knopf, Lieferketten jetzt, dazu Finanztransaktionssteuer für Afrika, Zertifizierung von Rohstoffimporten, Mikroplastik in Shampoos, dieses Staccato von Entertainment-Tools in der Entwicklungszusammenarbeit, das ist in der politischen Kultur ziemlich genau das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Das sollte nicht der Maßstab für gute Entwicklungszusammenarbeit sein.
Gute Entwicklungszusammenarbeit wäre außerdem koordiniert und an einer Stelle gebündelt und nicht auf verschiedene Ministerien unkoordiniert aufgeteilt. Auf diese Ansätze sollten wir uns konzentrieren. Aber das spiegelt Ihr Antrag in keiner Weise wider. Und deswegen werden auch wir den im Ausschuss gerne diskutieren, aber im Wesentlichen dann natürlich ablehnen. Tillmansmann war das für die FDP-Fraktion. Da ist er, beziehungsweise für die Fraktion ist er Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und der letzte Redner in dieser Beratung eines AfD-Antrages zur Entwicklungspolitik ist Volkmar Klein für die Unionsfraktion. Am Ende dieser Debatte kann man ja schon sagen, es sind sehr viele, sehr gute Argumente zusammengetragen worden, weshalb der hier vorliegende Antrag sicherlich nicht sinnvollerweise viel weiter zu verfolgen ist. Dabei steht ja an einer Stelle sogar was Vernünftiges da drin. Wenn das die Philosophie Hilfe zur Selbsthilfe genannt wird, das klingt ja gut, das ist auch gut und eigentlich muss es uns ja genau darum gehen, Hilfe überflüssig zu machen und es wäre eigentlich ja unser Traum, wenn es uns gelänge, durch Entwicklungszusammenarbeit genau unseren Beitrag irgendwann einmal überflüssig zu machen. Die Frage ist nur, ob jetzt die hier genannten Länder, auf die sich dieser Antrag einschießt, diesen Status denn überhaupt haben. Indonesien, Pakistan, Südafrika und Indien stellenweise schon. Das kann man ja auch an vielen Beispielen sehen. Aber in ganz, ganz vielen anderen Bereichen eben ganz sicher nicht. Abgesehen davon ist es ja auch so ein bisschen zufällige Auswahl. Es gäbe ja noch eine ganze andere Reihe von Ländern, die sich möglicherweise durch diese Auswahl beleidigt fühlen. Ecuador ist auch kein armes Land mehr in diesem Sinne. Brasilien, Albanien, überall gibt es stellenweise tolle Entwicklungen. Die Frage ist nur, was ist uns denn wichtig? Aus welchem Anlass, mit welcher Motivation wollen wir denn in diesen Ländern weiter tätig sein? Vielen, und das teile ich sehr, ist die ethische Dimension wichtig. Als Gebot der Nächstenliebe dazu beizutragen, dass Menschen Perspektiven haben. Das ist auch schon einmal eine ganz wichtige Motivation, die bei dem einen oder anderen und sicherlich auch bei dem Antragsteller eher im Hintergrund steht. Deswegen will ich das jetzt einmal an die Seite stellen und überlegen, was ist denn in unserem deutschen Interesse? Was ist denn für uns als Deutschland wichtig und was ist für die Menschen in Deutschland wichtig? Und da will ich einfach drei Punkte nennen. Erstens, eben genannt, Jobs und Perspektiven. Zum Beispiel in Pakistan, ist am Ende sehr im Interesse der deutschen Sicherheit. Denn wenn die Leute keine Perspektive und keine Jobs haben, und das ist leider in Pakistan in großen Teilen des Landes gelebte Realität, dann sind sie einfach leichte Beute für Terrorgruppen. Das heißt, das ist eben nicht im Interesse Deutschlands, wenn wir da tatenlos zuschauen und sich Terror ausbreiten lassen. Und wenn die Leute in Albanien zu wenig Jobs und Perspektiven haben, dann machen die sich auf den Weg, um diese Jobs und Perspektiven woanders zu suchen. Das ist auch nicht komplett in deutschem Interesse. Und deswegen, ich will sagen, erstens, Jobs und Perspektiven dafür zu sorgen in all diesen Ländern, dient am Ende der Sicherheit Deutschlands und ist im Interesse Deutschlands. Herr Klein, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Frohnmeier? Ja. Ich hätte eine Verständnisfrage. Es bedeutet dann, dass wir als Deutsche quasi global dafür verantwortlich sind, dass Menschen Ernährung, Bildung, Sicherheit,
Perspektive haben. Sie setzen das ja auch im Rahmen der CDU, CSU und der Bundestagsfraktion schon um mit Ihrem Programm Perspektive Heimat. Sie haben Albanien jetzt mehrfach angesprochen, indem Sie dort Migrationsberatungszentren bauen, wo man eben dann quasi davon sprechen könnte, dass es ein im Ausland stehendes Arbeitsamt ist, das mit deutschen Steuergeldern betrieben wird. Würden Sie dem so zustimmen? Was müssen wir in Zukunft noch an Aufgaben übernehmen? Ist es unsere Aufgabe als Deutsche quasi und für die Steuerzahler da draußen in Zukunft dann global Verantwortung zu übernehmen? Also davon, dass Deutschland dafür verantwortlich ist, dass die Menschen in Pakistan oder in Albanien Jobs und Perspektiven haben, kann natürlich keine Rede sein. Das habe ich auch nicht gesagt. Wohl ist es aber in unserem Interesse, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten, die Möglichkeiten Deutschlands sind aber glücklicherweise auch groß, einen Beitrag leisten, damit am Ende sich weniger Terror ausbreitet und damit am Ende weniger armutsindizierte Migration passiert. Das ist in deutschem Interesse. Und ich verstehe, dass Sie das nicht wollen, weil Sie haben dann kein Thema mehr. Der zweite Punkt, es wurde eben schon mal kurz gestreift, Indonesien, aber auch Brasilien, Waldschutz. Am Ende ist Wald für uns auch hier in Deutschland, für unser Klima wichtig, egal ob dieser Wald links und rechts des Rothaarsteigs bei mir in Siegen-Wittgenstein oder eben in den Regenwäldern am Amazonas oder in Indonesien ist. Deswegen ist es richtig, für Waldschutz einzutreten, und deswegen ist das im Interesse Deutschlands. Und als drittes, Schwellenländer nach vorne bringen. Wenn ich sehe, in meiner Region, sehr exportorientierte Region, aber auch in anderen Bereichen, erfolgreiche Schwellenländer wie Brasilien sind doch auch für Jobs in Deutschland viel, viel wichtiger als das gesamte Afrika zusammen. Wir haben auch weiter Interesse daran, Schwellenländern zu helfen, noch weiter nach vorne zu kommen. Und ich finde das schon eine sehr interessante Vorstellung, dass man Wohlstand fördert, indem man Zollpräferenzen abbaut. Ich würde mir eine Welt wünschen, wo wir eher dazu beitragen, noch mehr Handelsbarrieren abzubauen und damit die Grundlage für eher noch mehr Wohlstand in aller Welt, aber am Ende auch bei uns zu schaffen. Und deswegen ist genau das eben im Interesse von Jobs auch in Deutschland wichtig. Ich will den vorliegenden Antrag jetzt bestimmt nicht überhöhen. Aber wenn er konsequent umgesetzt wäre, dann würde er eine Gefährdung für Sicherheit und Wohlstand unseres Landes bedeuten. Das wollen wir nicht. Und deswegen werden wir das sicherlich im Ausschuss ein bisschen beraten, aber ganz sicherlich nicht mit positivem Ergebnis für solche abstrusen Ideen. Lasst uns eher darüber nachdenken, wie wir die Wirksamkeit unserer Entwicklungszusammenarbeit weiter erhöhen. Das ist die entscheidende Frage. Da ist noch Luft nach oben. Und mit dieser Frage sollten wir uns beschäftigen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und damit ist die Debatte zu diesem AfD-Antrag hier im Plenum zumindest erstmal zu Ende. Das Ganze kann weiter besprochen werden, wird weiter besprochen werden im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Aber der Tenor war relativ eindeutig hier heute im Plenum, auch wenn es hin und wieder Kritik gegeben hat an der Art und Weise, wie die deutsche Entwicklungszusammenarbeit derzeit ist und die Entwicklungshilfe, Entwicklungsförderung, wo es durchaus Kritikpunkte gibt. Das, was die AfD hier vorgeschlagen hatte, dafür gab es keine Unterstützung bei den anderen Fraktionen. Wir schauen